Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie nach einer gewissen Unterbrechung. Die Osterferien haben einen gewissen Schnitt gemacht und wir beginnen jetzt auch mit einem neuen Abschnitt unserer Tensorrechnung. Nachdem wir in den letzten Stunden, etlichen Stunden, uns mit Vektor- und Tensoranalysis in kartesischen Koordinaten auseinandergesetzt haben, und Sie vielleicht schon die Hoffnung aufgegeben haben, dass wir wieder Tensorrechnung richtig machen werden. Jetzt sind wir wieder am Weg dahin. Wir werden ausgehen, weiterhin jetzt immer von Vektor- oder Tensorfeldern und nicht mehr nur von Vektoren oder Tensoren in Bezug auf ein bestimmtes Basisvektorsystem, sondern an jedem Punkt im Raum können wir einen Vektor betrachten und der bezieht sich dann mit seinen Komponenten auf das dort vorhandene Basisvektorsystem. Nur bisher hatten wir die Vereinfachung gemacht, dass wir immer orthonormierte Basisvektoren und ein kartesisches Koordinatensystem im Raum gewählt hatten, weil dadurch hat man an jedem Raumpunkt automatisch immer wieder die parallel verschobenen Basisvektoren, auf die sich dann jeweils die Komponenten des dort befindlichen Vektors oder Tensors, dieses Vektor- oder Tensorfeldes beziehen. Wir werden auch jetzt wieder zunächst von kartesischen Koordinaten ausgehen und von dem uns bekannten euklidischen Raum unserer Anschauung, uns aber jetzt gleich zu Anfang beginnen, davon wegzubewegen. Das Wesentliche bei den kartesischen Koordinaten ist, dass die Koordinatenachsen alle geradlinig sind und die Koordinatenebenen, also die Koordinatenflächen alles Ebenen sind, also die x1-Achse, die x2-Achse, die x3-Achse, dann die x1-x2-Ebene, die x1-x3-Ebene, die x2-x3-Ebene, das ist ihnen alles wohlbekannt. Und wenn man in einem solchen euklidischen Raum sich befindet und jeden Punkt in diesem Raum dann entsprechend den Koordinatenachsen mit einem Koordinatentrippel oder N-Tuppel versieht, dann ist alles in Butter. Und man kann wunderbar damit arbeiten und alles so machen, wie wir es jetzt gemacht haben, mit Gradient und Divergenz und Rotation definieren etc. Nur oftmals ist es günstiger, manchmal sogar unbedingt notwendig, von dieser vereinfachenden Form der Beschreibung abzuweichen. Ich möchte gleich zu Anfang ein sehr einfaches und jedem von Ihnen geläufiges Beispiel dazu geben, das Ihnen zeigen wird, dass die kartesischen Koordinaten, die wir bis jetzt bei der Beschreibung von Vektorfeldern zugrunde gelegt hatten, dass die eine unzulässige Einschränkung sind. Denken Sie zum Beispiel an die Oberfläche unserer Erde, auf der wir uns befinden. In dunkler Vorzeit hat man sich vorgestellt, das ist ja eine Ebene, aber dann ist man schon sehr bald draufgekommen, das ist nicht so. Dann hat man das wieder vergessen und im Mittelalter hat man dann doch wieder geglaubt. Also wie auch immer, wir wollen uns darüber nicht unterhalten. Jedenfalls, es zeigt sich, die Fläche, auf der wir uns da so bewegen, ist keine Ebene. Und das heißt, dass man auf dieser Fläche auch keine kartesischen Koordinaten x1 und x2 einführen kann. Höchstens lokal auf dieser Ebene da. Da spürt man noch nichts von der Krümmung der Erdoberfläche. Da hat man eine x1 und eine x2-Achse und das geht alles. Aber wenn man das größer ausbreitet,
bis nach Vorarlberg zum Beispiel, da geht er dann schon immer mehr, da sieht man, dass diese Koordinatenlinien gekrümmt sind. Es kann nicht anders sein, es sei denn, sie verlassen diese Ebene, aber das wollen wir ja nicht, wir sind ja in dieser Ebene. Also schon daran sehen Sie, dass diese kartesischen Koordinaten ein in vielen Fällen unzulässig einengendes Korsett sind. Jetzt werden Sie sagen, naja, aber im dreidimensionalen Raum, der ist ja immer euklidisch, da kann man ja immer kartesische Koordinaten einführen. Ja, wir glauben das, weil wir uns nicht vorstellen können, wie das sein soll, dass so ein dreidimensionaler Raum sich wieder woanders hinkrümmt, weil mehr als drei Dimensionen haben wir nicht in einer Vorstellungswelt. Aber es ist ja schon, wie oft erwähnt, eine besondere Stärke des Tensorformalismus, dass man nicht an gewisse dimensionsmäßige Einschränkungen gebunden ist. Und das heißt, was wir uns da zunächst einmal so aufbauend auf der für uns maßgeblichen Anschauung aufbauen, lässt sich dann wirklich eins zu eins. Die Formeln schauen genau gleich aus. Sie wissen ja, wie das ist bei diesen Formeln in der Tensorrechnung. Man schreibt ja nicht einmal die Dimensionen mehr hin, weil es wird halt summiert bis zur Dimensionszahl. Die gleichen Formeln lassen es dann auch zu, also beispielsweise gekrümmte höherdimensionale Räume anzuschauen. Und um uns das einigermaßen klar machen zu können, brauchen wir am Anfang einmal den Begriff der Mannigfaltigkeit. Den kann man natürlich mathematisch präzis formulieren, was ich nicht tun werde. Für die Zwecke, für die meisten, überwiegend meisten Zwecke in der Physik ist es ausreichend, bei einer Mannigfaltigkeit davon zu sprechen, dass das eine Punktmenge ist, wo jedem Punkt in eindeutiger Weise ein Koordinaten-N-Tupel zugeordnet ist. Und ich sage also bewusst Koordinaten und nicht Komponenten. Von jetzt ab ist es ganz wichtig, dass Sie das immer ganz strikt auseinanderhalten. Die Koordinaten, die beschreiben ein ganzes N-Tupel, meistens denkt man an drei natürlich, wenn man sich das besser vorstellen kann, die Koordinaten, dieses N-Tupel von Koordinaten, identifizieren einen bestimmten Punkt in der betrachteten Mannigfaltigkeit. Und in diesem Punkt wird dann in vielen Fällen auch ein Vektor oder Tensor definiert sein. Wenn Sie also zum Beispiel an das Strömungsfeld in einer dreidimensionalen flüssigen Strömung oder Gasströmung denken, jedem Raumpunkt, bestimmt durch dessen Koordinaten, wird dann der dortige Geschwindigkeitsvektor zugeordnet, der wieder Komponenten hat, die sich auf die dortigen Basisvektoren beziehen. Jetzt sehen Sie schon, was wir alles brauchen und wobei wir uns auskennen lernen müssen. Wir müssen, wenn wir auch mit krummlinigen Systemen, wie etwa zum Beispiel der Erdoberfläche umgehen können wollen oder irgendwas anderes, müssen wir also mit Kurven, mit Flächen, mit Hyperflächen umgehen können. Ich werde dann gleich erklären, was das bedeutet. Wir müssen für Kurven Tangentenvektoren definieren können, für Hyperflächen normalen Vektoren definieren können. Wenn wir das haben, das ist nicht schwer, das ist wirklich, Sie werden sehen. Und wenn es Ihnen irgendwie doch schleierhaft vorkommt, Sie können ja jederzeit fragen und ich werde mein Möglichstes tun, irgendwelche Unklarheiten zu beseitigen. Also wenn wir das dann haben, dann sind wir in der Lage, jedem Punkt in einer Mannigfaltigkeit jeweils ein Kovariant
Variantes und Kontravariantes Basisvektor-Enttupel, wir bleiben wieder bei Trippel, weil das hat man so schön bei der Hand, zuzuordnen. Und wenn man das in jedem Punkt kann, kann man dann dort auch, wenn da irgendwelche Vektoren sind, denen dann eben in Bezug auf dieses Basisvektor-Enttupel Komponenten zuordnen. Also Raumpunkte sind durch Koordinaten bestimmt, Vektoren in diesen Raumpunkten dann durch deren Komponenten in Bezug auf die dortigen Basisvektoren, die wieder mit den Koordinaten in einer gewissen bestimmten Weise zusammenhängen. Das ist der Rahmen, den wir uns jetzt schaffen wollen. Der kommt Ihnen jetzt wahrscheinlich recht kompliziert vor. Aber das alles vereinfacht sich dramatisch, wenn man eben davon ausgeht, wir machen nur kartesische Koordinaten und einen euklidischen Raum. Dann natürlich sind die Basisvektoren in jedem Punkt die gleichen. Und dann ist es oftmals sogar durchaus synonym von Koordinaten und von Komponenten zu sprechen. Man sagt zum Beispiel, die Komponenten des Ortsvektors vom Ursprung zu einem bestimmten Punkt sind die Koordinaten dieses Punktes. Das ist Ihnen ja, glaube ich, bekannt. Nicht? Der Ortsvektor geht vom jeweiligen Ursprung zu dem betrachteten Punkt P hin. Und die Komponenten dieses Ortsvektors in kartesischen Koordinaten sind die Koordinaten dieses Punktes. Das hört sich aber sofort auf, diese Einfachheit, wenn man nicht solche einfachen kartesischen Koordinaten wählt. Und dass das oft notwendig ist, habe ich Ihnen anhand der Erdoberfläche schon erklärt. Man kann auf der Erdoberfläche kein kartesisches zweidimensionales Koordinatensystem einführen. Da bleibt einem nichts anderes über. Man muss davon abweichen. Und auch ansonsten haben so krummlinige Koordinaten viele große Vorteile. Sie haben doch sicher alle schon von Streuvorgängen was gehört. Wenn man also mit einem Teilchen, entweder makroskopisch oder ein Elementarteilchen, auf ein Target hinzielt, in einer bestimmten Einfallsrichtung, dann wird das dort gestreut. Und da gibt es den Streuwinkel, das Streuazimut und dann den Abstand des Beobachters vom Streuzentrum. Das schreit nach Kugelkoordinaten. Und daher kann man sinnvollerweise Streuvorgänge, vor allem wenn es ein bisschen kompliziertere Sachen sind, nicht ohne die Einführung von Kugelkoordinaten beschreiben. Das heißt, es bleibt, und das braucht man nicht gleich an die vierdimensionalen gekrümmten Räume der allgemeinen Relativitätstheorie denken, auch schon in viel harmloseren Zusammenhängen bleibt einem gar nichts über in der Physik, als Kugelkoordinaten oder auch Zylinderkoordinaten in vielen Fällen anzuwenden. Immer wo was Punktförmiges ist mit einer Kugelsymmetrie, so wie eine Punktmasse oder eine Punktladung zum Beispiel, ist klar, das ist was für Kugelkoordinaten. Und wenn was Linienförmiges da ist, zum Beispiel ein stromdurchflossener Leiter, der umgibt sich mit einem magnetischen Feldwirbel, das schreit nach Zylinderkoordinaten. Und gegen Ende dieses Semesters dann werden wir, wenn wir also das Rüstzeug dazu schon haben, das dann auch anwenden auf genau diese zwei Fälle. Auf die Beschreibung des elektrischen Felds in der Umgebung einer Punktladung und des magnetischen Felds in der Umgebung eines linearen dünnen Leiters. Und Sie werden sehen, das ist unglaublich
cool, wie man mit dem umgehen kann. Das ist so einfach. Die Koordinaten sind so gebaut, dass man sofort weiß, wie müssen denn jetzt nun eigentlich diese Komponenten der E-Vektoren oder der B-Vektoren ausschauen, wenn man sich diese Geometrie vor Augen führt. Und Sie werden sehen, damit rechnet sich's weitaus übersichtlicher und klarer, als wenn man diese schwerfälligen kartesischen Koordinaten wählt. Also es ist nicht nur, weil Sie so ein paar Mathematiker, allen voran der Riemann, das einbüht haben, dass es also allgemeiner gehen muss als nur mit dem euklidischen Raum. Es hat einfach auch große Vorteile. Aber erlauben Sie mir noch eine letzte Bemerkung, bevor wir also jetzt in Medias Res gehen. Es ist nicht so, dass immer dann, wenn irgendwelche krummlinigen Koordinaten eingeführt werden, man dann schon auch einen gekrümmten Raum haben muss. Beispielsweise die Polarkoordinaten dienen, glaube ich, allen ein Begriff, sind im zweidimensionalen Raum. Da hat man so in der Mitte einen Ursprung und dann hat man einmal eine R-Distanz zu dem Punkt und einen Winkel Phi. Und mit R und Phi kann man jeden Punkt in der Ebene beschreiben. Das sind krummlinige Koordinaten und sie beziehen sich auf eine Ebene. Und ebenso beziehen sich die dreidimensionalen Kugelkoordinaten auf einen dreidimensionalen euklidischen Raum. Aber es gibt dann eben auch Fälle, wo man sich auf Räume bezieht, die nicht euklidisch sind. Und jetzt werden Sie sofort wieder glauben, wahnsinnig kompliziert. Nein, eine Kugeloberfläche, das ist was Zweidimensionales, aber gekrümmt. Das ist eine Situation, wo man zwar mit den entsprechenden krummlinigen Koordinaten, na, das kennt man aus der Geografie, geografische Länge, geografische Breite auf der Erdoberfläche, die Sache gut beschreiben kann, aber mit kartesischen Koordinaten geht dort nichts mehr. Und wodurch sich das dann unterscheidet, wie man das charakterisiert, dass es da auf die Metrik ankommt und bei der Gelegenheit dann die Definition des Riemannschen Raumes, das ist jetzt das, was wir anstreben. Ich möchte Ihnen mit dieser kleinen Vorrede so ein bisschen den Mund wässrig machen, beziehungsweise besser gesagt, also eine Motivation geben, warum man sich also mit dem Zeug jetzt einmal am Anfang auseinandersetzen muss, auch wenn das vielleicht nicht so gleich spannend ist, weil Sie dann sehen, das sind die Grundwerkzeuge, die man braucht, um dann eben auch in krummlinigen Koordinatensystemen Tensorrechnung betreiben zu können. Und wie gesagt, das ist was sehr Praktisches. Gut, also jetzt habe ich einmal so ein bisschen gesagt, wohin es gehen soll. Und wir setzen mit der Kapitelnummerierung fort. Das letzte war 15, jetzt kommt das Kapitel 16. Jetzt sind wir also eben den nächsten Schritt gehen wir jetzt, Kurven und Hyperflächen. Und das Erste, was ich hier eben erwähnt habe, ist der Begriff der Mannigfaltigkeit. Eine Punktmenge, eine Menge von Punkten P mit gewissen Koordinaten. Und die nennen wir vorläufig einmal x1, x2, bis xn. Und mit den x bezeichnen wir jetzt weiterhin kartesische Koordinaten. Wir wollen also einmal auf Safe Grounds beginnen gewissermaßen und uns dann schrittweise weiter tasten. Also die xi sind kartesische Koordinaten, so wie Sie das aus der Schule kennen. Ich schreibe hier den Index oben. Das heißt nicht, dass das jetzt kontravariante Koordinaten sind. Koordinaten sind nicht ko- oder kontravariant.
die sind einfach Koordinaten und beschreiben einen Raumpunkt. Die Sache mit Co- und Kontravariant kommt ja erst dann auf, wenn man einen Vektor hat mit Komponenten, die sich auf ein Basisvektorsystem beziehen. Jetzt hole ich hoffentlich wieder Ihre Vorkenntnisse aus dem Wintersemester, aus dem Untergrund heraus, wo wir ja gesagt haben, wir wählen immer ein Basisvektorsystem, die GI-Pfeil, zunächst einmal zum Beispiel kovariante Basisvektoren, geh unten I-Pfeil, und dann definieren wir dazu zugehörige kontravariante Basisvektoren, geh oben I-Pfeil, und ein und derselbe Vektor A-Pfeil hat jetzt bezüglich des einen Basisvektors das System ist im Allgemeinen andere Komponenten als in Bezug auf das jeweils andere. Also daher haben wir einen Vektor A-Pfeil. Ich schreibe das jetzt nur auf, um Sie daran zu erinnern. Aufgeschrieben als A oben I, G unten I-Pfeil oder A unten I, G oben I-Pfeil. Da konnte der Index oben oder unten sein bei diesen Vektorkomponenten. Aber davon reden wir hier jetzt einmal gar nicht. Wir reden nicht von Vektorkomponenten in Bezug auf eine Vektorbasis, sondern wir reden von Koordinaten, ein N-Tupel von Koordinaten, das einem entsprechenden Raumpunkt zugeordnet ist. Und wir werden bei den Koordinaten, aus Gründen, die erst von ihrer praktischen Relevanz her etwas später erkennbar werden, den Index immer oben schreiben. Immer. Die Koordinaten kriegen den Index oben hingeschrieben. Das heißt nicht, dass die jetzt immer und ewig kontravariant sind. Es gibt kein Co- und Kontravariant bei Koordinaten, weil man sich bei Koordinaten nicht auf irgendein Basisvektorsystem bezieht. Im Gegenteil, die Koordinaten, wie sie in Bälde dann sehen werden, sind der Ausgangspunkt dafür, dass wir dann in dem Raum, der mit diesen Koordinaten beschrieben wird, erst Basisvektoren in jedem Punkt einführen. Und in Bezug auf die werden dann die Komponenten dort definierter Vektoren angesiedelt sein. Und die können wieder Co- und Kontravariant sein, so wie ich das hierher geschrieben habe. Das heißt, alles, was Sie wissen aus dem Wintersemester, wird jetzt wieder aufblühen sozusagen und wird auf das aufgepfropft. An jedem Raumpunkt gibt es so ein Basisvektorsystem. Das schaut überall ein bisschen anders aus. Wie das ist, besprechen wir genau. Und dort, in jedem Raumpunkt, gibt es dann also die entsprechenden Vektoren, deren Komponenten sich auf die dort definierten Basisvektoren beziehen. Wir reden hier aber jetzt nur von Koordinaten. Und wir schreiben einfach da den Index, nehmen Sie es bitte einmal zur Kenntnis, es schadet ja auch nicht, oben. Also das ist natürlich immer ein bisschen komisch, wenn man glaubt, das heißt x hoch i, aber Sie sind ja schon jetzt gebrannte Kinder und wissen, wenn da ein Index oben ist, ist noch lange nicht gesagt, dass das ein Exponent ist. Und das ist also auch hier so nicht gemeint. Also, was wir jetzt hier wollen ist, wenn wir so eine n-dimensionale Mannigfaltigkeit betrachten und Sie denken natürlich, ich auch jetzt, an einen n-dimensionalen euklidischen Raum, in dem man bequem solche kartesischen Koordinaten einführen kann, da haben wir also diese Mannigfaltigkeit jetzt speziell als euklidischer Raum. In weiterer Folge wird das dann verallgemeinert. Aber gegenwärtig können Sie also ruhig, komfortabel an den euklidischen Raum unserer Anschauung denken. Und da schauen wir jetzt einmal an, wie man in dieser n-dimensionalen Mannigfaltigkeit, weil wir ja ein Duppel von Koordinaten betrachten, die jeweils die Raumpunkte beschreiben, wie man da also als Kurven darstellt. Darstellung von Kurven. Und ich werde das so kurz wie irgendwie möglich halten, weil da wissen Sie ja schon viel. Sie wissen ja, dass man also Kurven zum Beispiel in einem n-dimensionalen Raum mit Hilfe einer Parameterdarstellung darstellen kann. Und das werden wir jetzt auch tun. Wir wollen uns zunächst einmal klar machen, was heißt denn in unserer Terminologie jetzt Kurven?
das sind eindimensionale Teilmannigfaltigkeiten unserer endimensionalen Mannigfaltigkeit. Die Kurve ist eindimensional. Da kann man längs der Kurve kann man eben den Parameter ansetzen, nur ein Parameter. Also eindimensionale Teilmannigfaltigkeit. Aber da ist natürlich jetzt nicht mehr gesagt, im Gegenteil, meistens nicht, dass das jetzt noch ein eindimensionaler euklidischer Raum sein wird. Da müssten es ja Geraden sein. Na, das wäre aber traurig, wenn wir nur Geraden jetzt betrachten können. Wir wollen irgendwelche Kurven beschreiben können. Und daher wären diese Teilmannigfaltigkeiten also nicht teileuklidische Räume, sondern eben Teilmannigfaltigkeiten sein, die sehr wohl auch gekrümmt sein können. Und da kann man also das explizit darstellen. Mit Hilfe einer Parameterdarstellung. Ganz einfach. Diese xi, schreibe ich heute jetzt so auf, sind Funktionen eines Parameters t. Das i geht von 1 bis n. So wie wir es da oben ja gehabt haben. N-Koordinaten haben wir da. Xi ist xi von t. Hier stehen also n-Gleichungen. x1 ist x1 von t, x2 ist x2 von t, bis xn ist xn von t. Und t ist der Parameter. Die Wahl des Parameters erlaubt dann im unmittelbar explizit die Berechnung der Koordinaten eines bestimmten Punktes auf dieser Kurve. Und nachdem ein Parameter genügt, ist es auch nur eine eindimensionale Teilmannigfaltigkeit. Und mehr ist dazu schon einmal jetzt in dem Moment hier gar nicht zu sagen. Aber wir wollen nicht bei diesen eindimensionalen Teilmannigfaltigkeiten bleiben, und deswegen möchte ich hier eine andere Darstellung kurz erwähnen, die sich einfach daraus ergibt, dass man sich eben klar machen muss, dass man hier ja ein System von n-Gleichungen hat. x1, x2 bis xn ist jeweils ausgedrückt durch diesen einen Parameter t. Man kann natürlich bei den n-Gleichungen den Parameter t eliminieren, dann bleiben n-1-Gleichungen über. Also wenn man das t eliminiert, ich werde Ihnen gleich ein einfaches Beispiel geben. Dann bleiben also n-1-Gleichungen über, wo kein t mehr drinnen ist, weil das t ist eben eliminiert. Man kann sich denken, aus einer von den n-Gleichungen rechnet man sich das t heraus und dann setzt man das t, so wie man es heraus in alle anderen n-1-Gleichungen ein. Dann hat man also n-1-Gleichungen. F1, ein Ausdruck in allen Koordinaten xi ist 0, f2 als Funktion aller xi ist 0 und das geht so dahin und das letzte ist also dann das n-1te, f n-1 von xi ist gleich 0. Das ist jetzt eine implizite Darstellung. Während die explizit war, ist die implizit. Warum? Entschuldigen Sie bitte, wenn sich jetzt etliche von Ihnen denken, das war sie doch eh schon. Fassen wir es kurz hier zusammen. Es wird nützlich für uns sein. Warum? Sie können jetzt zum Beispiel hier n-1 Koordinaten xi vorgeben und dann können Sie sich aus diesen Gleichungen die letzte Koordinate ausrechnen. Also auf die Art und Weise kriegen Sie dann implizit
die entsprechenden anderen Koordinaten. Oder also eigentlich genügt es, eine Koordinate vorzugeben, dann bleiben noch n-1 Koordinaten unklar, aber wir haben auch n-1 Gleichungen und wenn man die löst, kriegt man dann die anderen n-1 Koordinaten dazu und hat wieder damit erreicht, dass man für jede Wahl von dieser Koordinate einen entsprechenden Punkt auf der Kurve bekommt, aber implizit, man muss dieses Gleichungssystem lösen. Also eigentlich kann man sich denken, das ist ja Blödsinn, viel gescheiter, man macht das explizit, haben Sie auch recht, bei den Kurven ist das so. Aber nehmen wir als Beispiel gleich den Kreis in der Ebene. Und da greife ich jetzt vor, weil da braucht man natürlich schon die Polarkoordinaten, aber nachdem Sie das ja alles längst wissen, darf ich ja auch ein bisschen vorgreifen. Und da haben wir also so einen Ursprung und wenn wir da so einen Kreis betrachten wollen, dann kann man jeden Punkt auf diesem Kreis ausdrücken durch diesen radialen Abstand hier und durch diesen Winkel Phi. Dieser Punkt hat die Koordinaten R und Phi und man kann sich also jetzt sofort überlegen, wie denn das ausschaut. Wenn man also diesen Kreis betrachtet, kann man natürlich jetzt so vorgehen und kann den radialen Abstand R konstant halten und Phi ist die variable Größe der Parameter. Das heißt, was ich hier kriege ist, da ist ja die x1-Achse, da ist die x2-Achse, x1 dieses Punktes ist r mal Cosinus Phi, x2, das ist also diese Koordinate des Punktes, ist R mal Sinus Phi. Das R ist eine Konstante. Wir wählen einen bestimmten Kreis mit Radius R. Phi ist der Parameter. Das ist diese Sache. X ist xi von t. x1 ist x1 von Phi. x2 ist x2 von Phi. R ist ja eine vorgegebene Größe. Der Kreis soll zum Beispiel einen Radius von 3 Meter haben. Fertig. Also nur das Phi wird hier entsprechend der Parameter sein. Phi ist der Parameter. So wie wir es heute allgemein hier T genannt haben. Und jetzt können wir durch Eliminieren dieses Parameters auf eine implizite Darstellung kommen. Na, wie können wir den eliminieren? Und da zeigt sich, den kann man sehr leicht eliminieren. Indem man x1 Quadrat bildet, das ist r Quadrat Cosinus Quadrat Phi, x2 Quadrat bildet, das ist r Quadrat Sinus Quadrat Phi und jetzt dann x1 Quadrat plus x2 Quadrat bildet. x1 Quadrat plus x2 Quadrat. Das ist jetzt R Quadrat mal Cosinus Quadrat Phi plus Sinus Quadrat Phi. R Quadrat Cosinus Quadrat Phi plus R Quadrat Sinus Quadrat Phi ist eben das, was ich hierher geschrieben habe. Und jetzt weiß man doch, dass Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat gleich 1 ist. Das heißt, es kommt heraus R Quadrat. Und ich kriege jetzt aus den zwei Gleichungen x1 ist x1 von Phi, x2 ist x2 von Phi, durch Eliminierung des Parameters Phi um eine Gleichung weniger, in dem Fall also nur mehr eine, weil wir haben jetzt ein zweidimensionales Beispiel, und in der einen Gleichung steht jetzt nur mehr x1 Quadrat plus x2 Quadrat ist r Quadrat und r ist der vorgegebene Radius des Kreises. Damit habe ich hier eine implizite Darstellung gewonnen,
Und so schlecht ist es auch nicht. Das ist die berühmte Kreisgleichung, die Sie aus der Schule kennen. X² plus Y² ist gleich R², sagt man dort. Wir machen es natürlich mit Indizes, weil das soll sich ja dann auch für andere Dimensionen eignen. Also dieses T eliminieren, das haben wir da geschickt gemacht, indem wir das quadriert haben und das zusammenzählt. Das sind so die Tricks, die davon abhängen, wie die Dinge jeweils liegen, wie man das halt macht. Also, Sie haben damit schon ein einfaches Beispiel dafür, wie das geht, dass man durch Elimination des Parameters auf so einen Satz von Gleichungen kommt. Da ist nur eine gewesen, weil das Ganze war ja nur zweidimensional bei diesem Beispiel, um also dann die implizite Darstellung zu gewinnen. Und jetzt werden wir gleich auf das Gegenstück übergehen. Hier haben wir gesagt, eine eindimensionale Teilmannigfaltigkeit dieser n-dimensionalen Mannigfaltigkeit. Jetzt nehmen wir als nächstes eine n-1-dimensionale Teilmannigfaltigkeit. Nur eine Dimension weniger. Da haben wir also eine eindimensionale Teilmannigfaltigkeit. Jetzt betrachten wir eine n-1-dimensionale Teilmannigfaltigkeit. Jetzt werden Sie sich denken, was soll das? Das kann sich doch kein Schwein vorstellen. Aber die anschauliche Begründung ist denkbar einfach. Wir sind ja dreidimensional denkende Wesen. Daran ist nicht zu rütteln. Das ist halt so. Es ist zwar traurig, dass wir da nicht so flexibel sind. Heutzutage will man ja situationsbezogen flexibel sein. Aber das geht nicht. Mehr als drei Dimensionen können wir zwar denken und damit rechnen, aber uns nicht vorstellen. Also wenn man sich die drei Dimensionen vorstellen kann, was wird dann eine n-1-dimensionale Teilmannigfaltigkeit sein? Eine zweidimensionale. Und eine zweidimensionale Teilmannigfaltigkeit ist eine Fläche. Das heißt, in einem dreidimensionalen Raum ist dann die Hyperfläche eine Fläche einfach. Und nachdem man aber jetzt das halt auch gern für mehr als nur n gleich 3 haben will, und damit das mit der Fläche auch bleibt, obwohl es dann in dem engeren Sinn von was zweidimensional nicht mehr ist, nennen wir das eine Hyperfläche. Hyper, naja. Hört sich so an wie ein Hype, aber so dramatisch ist das nicht gemeint. Man kann überhaupt jede Teilmannigfaltigkeit einer höherdimensionalen Mannigfaltigkeit als eine Hyperfläche betrachten. Aber wir betrachten im Weiteren, damit das eindeutig ist für unsere Anwendungen, unter Hyperflächen immer eine n-1-dimensionale. Und im Hinterkopf denken wir an 3-1, also zweidimensionale. Und das ist halt eine Fläche. Da fühlt man sich wohl, da kennt man sich aus und da kann man sich auch vorstellen, dass sowas dann gekrümmt sein kann. Genauso wie natürlich auch eine Kurve gekrümmt sein kann. So kann auch so eine Hyperfläche gekrümmt sein. Naja, also wie stellt man das dar? Naja, da ist die Geschichte natürlich so, dass jetzt diese Teilmannigfaltigkeit nicht eindimensional ist, sondern n-1-dimensional. Na, wie viele Parameter wird die dann haben? Na, n-1-Parameter. Das kann man sich wieder nicht gut vorstellen, aber beim dreidimensionalen Fall ist dann die Hyperfläche was Zweidimensionales. Und da kennen Sie die Geschichte schon aus der Geografie. Nicht? Die zwei Parameter, die man da vernünftigerweise beschreibt, sind die verwendet, sind die geografische Breite und die geografische Länge. Wenn man die vorgibt, weiß man, wo man ist. Nicht? Das wissen alle Seefahrer und alle Flugzeugpiloten, obwohl heute schon wieder nicht mehr, weil das alles nicht mehr die Computer ausrechnen. Aber wurscht, jedenfalls mit jedem geografischen Angabe von geografischer Breite, geografischer Länge, kriegen Sie einen Punkt auf der Fläche. Also brauchen Sie zwei Parameter. Naja, und wenn es n-1 sind, im Allgemeinen n-1-Parameter. Daher wird diese Parameterdarstellung
Jetzt natürlich ein bisschen aufwendiger. Da war das einfach. Da haben wir gehabt, xi ist gleich xi von t. Und wenn man das t vorgibt, dann hat man die xi alle und dann kriegt man die ganze Kurve. Jetzt kann man das natürlich auch so ähnlich hinschreiben. Xi ist gleich xi von. Aber da drinnen steht jetzt t1, t2 bis tn-1. Und weil diese Parameter auch so ein bisschen was von Koordinaten haben, schreiben wir bei denen auch den Index oben. T1, T2 bis Tn-1. Dass das, was mit Koordinaten zu tun hat, ist Ihnen auch klar von den geografischen Anwendungen. Denn die geografische Breite und die geografische Länge, das sind zwei Koordinaten in der Kugeloberfläche, mit Hilfe derer man jeden Punkt in der Kugeloberfläche beschreiben kann. Also man sieht schon, diesen Parametern kommt eine Koordinateneigenschaft zu. Nur da ist uns das noch nicht so vorgekommen, weil da haben wir nur einen gehabt, da habe ich natürlich nicht T1 hingeschrieben, weil das ist ja nur der eine. Aber jetzt gibt es also Tn-1, T1, T2 bis Tn-1, diese n-1 Parameter. Also das i geht wieder von 1 bis n und diese T1 bis Tn-1, das sind die Parameter. Oh, graus. Also das ist jetzt schon eine ziemlich aufwendige Geschichte. Jetzt macht die Geschichte, die wir da gehabt haben mit dem Eliminieren, auf einmal mehr Sinn. Deswegen habe ich das da so gemacht, obwohl ich eigentlich gesagt habe, schon viel gescheiter so. Und dann habe ich Ihnen aber bei dem Kreis gezeigt, wie man halt auf die Kreisgleichung kommt. Na, hier jetzt, nur ganz allgemein gesagt, kann ich jetzt auch so vorgehen. Ich komme zu einer Gleichungsdarstellung. Durch Eliminieren der Parameter, also T1, T2 bis Tn-1 eliminieren. Das wird natürlich im Allgemeinen kompliziert sein. Das tun wir uns jetzt nicht an. Aber grundsätzlich ist es so, wenn Sie das machen, Sie haben hier n-Gleichungen und Sie eliminieren aus denen jetzt schrittweise alle n-1 Parameter, dann bleibt Ihnen nur mehr eine Gleichung über, wo dann kein Parameter mehr drinsteht, nur die xi. Eine Gleichung. Und die kann man natürlich wieder in der Form schreiben, dass man einfach sagt, f abhängig von allen xi ist gleich 0. Und da kann natürlich auch ein konstantes Glied drinstehen, das kann irgendwas sein, das kann kompliziert sein. Aber jedenfalls, dann hat man hier eine Gleichung, f von xi ist 0 und keine Parameter mehr drinnen. Das bleibt von diesen n-Gleichungen über, wenn man schrittweise einen nach dem anderen von diesen n-1 Parametern eliminiert, dann bleibt letztendlich nur eine Gleichung über, wo dann kein Parameter mehr drin ist. Und das ist die. Und da sieht man jetzt, dass in dem Fall diese implizite Darstellung eine sehr ökonomische Darstellung ist. Da haben wir einen Parameter nur gehabt, dafür haben wir da eine Gleichung nur. Sie werden sehen, dass diese Darstellung es uns ermöglichen wird, dass wir uns jetzt für die Kurven einen Tangentenvektor ausrechnen können und dann mit Hilfe dessen für die Hyperflächen einen normalen Vektor. Na, in der dreidimensionalen Veranschaulichung ist Ihnen das klar.
Nicht, wenn Sie also im dreidimensionalen, natürlich euklidischen Raum, wir wollen ja schön brav bleiben und nur sowas machen, wo man auch die kartesischen Koordinaten anwenden kann, da haben Sie dann eine Hyperfläche, das ist eine Fläche in dem Fall, und eine Fläche hat eindeutig einen normalen Weg, das ist die Orientierung, ist die Frage noch. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Aber ansonsten ist die normale auf eine Fläche im dreidimensionalen Raum, das ist also eine zweidimensionale Hyperfläche im dreidimensionalen Raum, ist eindeutig bestimmt. Während zum Beispiel eine normale auf eine Kurve im dreidimensionalen Raum, das ist nicht, haben Sie irgendeine Kurven, das ist ein normaler Vektor, das ist ein normaler, da gibt es dann einen hauptnormalen Vektor dazu. Über das will ich gar nicht reden, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber jedenfalls, Sie haben eine Vielzahl von normalen Vektoren in jedem Punkt, aber bei einer Fläche im dreidimensionalen Raum, da haben Sie einen wohl definierten normalen Vektor, der steht normal auf die Tangentenebene auf, an diese Fläche. Das können Sie sich, glaube ich, vorstellen. Und es zeigt sich also, das geht dann über die normale Anschauung hinaus, aber so flexibel wollen wir sein, dass man das dann auch so akzeptieren, obwohl man es sich nicht mehr gescheit vorstellen kann, dass man eben sagt, generell im n-dimensionalen Fall einer n-dimensionalen Mannigfaltigkeit, wenn man da eine n-1-dimensionale Teilmannigfaltigkeit, sprich eine Hyperfläche betrachtet, dann hat die auch einen eindeutigen normalen Vektor. Aber wie gesagt, einen normalen Vektor auf einen dreidimensionalen Raum, wie soll ich das vorstellen? Macht ja nichts. Es geht formal völlig gleichartig. Derartige Überlegungen zeigen, dass das wirklich was unerhört Künstliches ist, dass wir gerade immer nur von Dimensionen reden. Und das ist auch eine sehr tiefe Fragestellung, warum wir gerade drei Dimensionen haben. Da gibt es eine Reihe von Spekulationen, womit das zusammenhängt. Darüber wollen wir nicht weiterreden. Es ist halt so. Aber das soll uns nicht behindern bei einer möglichst allgemeinen Darstellung dieser Dinge. Was wir also wollen, und das brauchen wir dann, ich habe es schon ein bisschen angedeutet, wenn wir also dann Basisvektoren einführen wollen in unserer Mannigfaltigkeit, die ja dabei noch ein Riemannscher Raum, jetzt ist mir das Wort ausgekommen, ein euklidischer Raum ist, da kann man sich das also noch schön anschaulich vorstellen und wir können uns daher diese entsprechenden Basisvektoren auch richtig schön ausrechnen und aufzeichnen dann. Das möchte ich Ihnen eben, soweit es halt sinnvoll ist, in aller Kürze natürlich, vorführen. Also, was wir als erstes... Warte, ich sage... Ja. Eine grundsätzliche Frage an Mannigfaltigkeit. Wo ist der Unterschied zu Vektorraum zum Beispiel? Was ist der Unterschied zwischen Mannigfaltigkeit und Vektorraum? Eine Mannigfaltigkeit ist eine Punktmenge, sonst nichts. Und ein Vektorraum ist eine Menge von Vektoren mit den dort zugehörigen Verknüpfungen. Dass man Vektoren miteinander multiplizieren kann und addieren und so weiter. Das kann man mit Punkten nicht. Eine Mannigfaltigkeit ist eine Punktmenge. Wo aber eben dazu gesagt wird, dass jeder Punkt durch ein N-Tupel von Koordinaten beschrieben wird. Aus, mehr nicht. Wenn Sie, wie ich Sie angedeutet habe, für den einfachen Fall eines euklidischen Raums und kartesischen Koordinaten einen Ortsvektor bestimmen, vom Ursprung zu diesem Punkt hin, dann werden die Komponenten des Ortsvektors die Koordinaten dieses Punktes sein. Aber das geht schon nicht mehr auf der Erdoberfläche. Sie können sie in Greenwich hinsetzen oder sogar noch besser irgendwo da unten am Äquator, wo die geografische Breite null ist und die geografische Länge null, da sitzt man im Wasser. Das, wenn man vom Greenwich hinuntergeht zum Äquator, das ist so eine Art Ursprung, wenn Sie so wollen. Dort, wie wollen Sie dann, wenn Sie irgendeinen anderen Punkt, was ist das dann für ein Ortsvektor? Der müssen Sie dann hinbiegen sozusagen. Und so quer durchschneiden, das ist ja unfair. Da verlassen Sie ja Ihre Mannigfaltigkeit. Das geht dann nicht mehr. Dieses Konzept des Ortsvektors steht uns im euklidischen Fall zur Verfügung und dann nicht mehr. Das heißt, diese zwei Begriffe, Koordinaten und Komponenten, Punkte und Vektoren,
rücken noch weiter begrifflich auseinander, wenn sie den euklidischen Raum als Basis verlassen. Aber dabei haben wir noch gewählt, damit wir unsere Anschauung noch verwenden können. Aber sehen Sie den Unterschied zwischen Mannigfaltigkeit und Vektorraum? Sie können ja nicht die Divergenz eines Punktes betrachten oder so irgendetwas, aber Sie können die Divergenz in einem Vektorfeld betrachten. Ja, was ist denn da, also wenn Sie jetzt wieder gesagt haben, das ist eine Punktmenge, was ist dann der Unterschied zu einfach einer Menge? Oder ist das dann ja Vektorwert? Also, wenn wir da jetzt tiefer einsteigen, dann müssen wir die axiomatische Begründung bringen. Und das ist langwierig, umständlich und am Schluss werden Sie denken, ich habe mir eh vorstellen können, was gemeint ist. Aber natürlich, mehrfach habe ich schon mich so scheinbar lustig gemacht über die Mathematik, das tue ich nicht. Wenn man das wirklich genau machen möchte und so wissbegierige Studenten wie Sie hat, dann ist es dann wichtig, da tiefer einzusteigen. Aber glauben Sie mir, in einer großen Überzahl von Anwendungsfällen kann man sich vorstellen, was eine Punktmenge ist. Und ordnet einfach jedem Punkt ein Koordinatenentupel zu. Und was dann diesen Raum, diese Punktmenge, wirklich im noch mehr anschaulichen Sinn zu einem Raum macht, mit einem Zusammenhang, das ist dann der Abstandsbegriff, die Metrik. Davon haben wir ja dabei noch gar nicht geredet. Diese Metrik, wie man dann den Abstand zwischen zwei Punkten ermittelt, die macht dann aus der Mannigfaltigkeit einen Riemannschen Raum. Aber so weit sind wir noch nicht. Geben Sie mir Zeit, Schritt für Schritt, dann werden wir uns das alles entwickeln. Und dann wird der Ihnen ja schon bekannte Metriktensor eine ganz tolle neue Interpretation kriegen. Er bleibt, was er ist. Aber an jedem Punkt der Mannigfaltigkeit wird er definiert. Und damit macht er aus der Mannigfaltigkeit einen Raum, nämlich den metrischen Raum, den Riemannschen Raum. Aber darüber hinaus, in die Tiefe der mathematischen Axiomatik, möchte ich nicht einsteigen. Ich glaube nicht, dass Ihnen das in dem jetzigen Moment irgendwas Zusätzliches bringen würde. Reicht die Antwort? Okay. Also, jetzt muss ich schauen, wo wir waren. Ja, der Tangentenvektor. Naja, das ist ja an sich etwas, was jeder Mensch kennt, nicht? So rein anschaulich. Man hat eine Kurve als eindimensionale Mannigfaltigkeit, die durchzieht halt den jeweiligen euklidischen Raum, den n-dimensionalen, den man da betrachtet. Und nachdem wir in so einem euklidischen Raum sind mit so kartesischen Koordinaten xi, kann man eben da sofort einen Ortsvektor angeben. Das passt sehr genau zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. In kartesischen Koordinaten haben wir den Ortsvektor, nennen wir ihn R-Pfeil. So, dass die ite kontravariante Komponente dieses Ortsvektors R-Pfeil gleich ist der Koordinate xi des Punktes. Und nachdem wir da ja kartesische Koordinaten haben, kommt es auch gar nicht darauf an, ob das jetzt wirklich ko- und kontravariante Komponenten sind, jetzt einmal, weil in einer orthonormierten Vektorbasis ist es ja egal. Das ist ja auch etwas, was wir gefunden haben. Naja, und wenn man das so betrachtet, dass die ite Komponente des Ortsvektors gleich der iten kartesischen Koordinate des Punktes dieses Ortsvektors ist, dann kann man diese Parameterdarstellung schreiben. Darstellung schreiben als R-Pfeil ist gleich R-Pfeil
von t wieder abhängig von dem einen Parameter t. Der Ortsvektor als Vektor betrachtet ist ein Vektor in Abhängigkeit von dem Parameter. Also wenn man so eine Kurve hat und da hat man irgendwo den Ursprung des Koordinatensystems und da ist ein Ortsvektor und dann ein anderer Punkt hat da den Ortsvektor, der ist abhängig von dem Parameter t, während der da entlang der Kurve läuft. Na, das kennt man ja zum Beispiel, wenn man die Bahnkurve eines Teilchens beschreiben will. Da ist dann der Ortsvektor und die Abhängigkeit, da ist der Parameter dann die Zeit. Deswegen ist das t für time auch gleich ganz praktisch, dass man das so wählt. Ergibt dann eben den Verlauf einer solchen Bahnkurve. Naja, und den Tangentenvektor, den kriegt man so, diese üblichen Geschichten, dass man was in kleine Teile zerteilt. So zerteilt man also auch da diese Kurve in lauter Teile, schaut sich so einen Vektor Delta R-Pfeil an, R-Pfeil von t plus Delta t minus R-Pfeil von t ist gerade dieses Delta R-Pfeil. Und wenn man das dann dividiert durch das Delta t, kriegt man dann hier den Tangentenvektor T-Pfeil. Also, der Tangentenvektor T-Pfeil, der wird dann also nichts anderes sein als Delta R-Pfeil durch Delta T im Limes Delta T gegen 0. Die üblichen Sachen, wie man die Differenziation definiert. Also kann man also auch sagen, dass das T-Pfeil die ite Komponente gleich sein wird, wenn man diesen Limes ausführt, als dr-Pfeil nach dt und davon dann die ite Komponente oder dxi nach dt. Die ite Komponente des Tangentenvektors lässt sich schreiben als die Ableitung von xi nach t. Und das ist ja herrlich, weil die hat man ja alle. Diese xi gleich xi von t, das war ja Parameterdarstellung, mit Hilfe derer wir diese Kurve beschrieben haben. Jetzt braucht man nur jedes dieser xi von x1 bis xn jeweils noch den Parameter ableiten und haben damit schon die Komponenten des Tangentenvektors. Sehr einfach. Also damit haben wir eigentlich schon erklärt, wie man den Tangentenvektor bestimmt. Nicht ganz so einfach, aber auch nicht kompliziert, ist es, jetzt den normalen Vektor auf eine Hyperfläche zu bestimmen. Auf Hyperfläche. Da muss es also wirklich eine n-1-dimensionale Teilmannigfaltigkeit des n-dimensionalen Raums sein, sonst ist der nicht eindeutig bestimmt, dieser Normalvektor. Und Sie werden gleich sehen, dass man da jetzt ganz angenehm eine Anwendung gleich aus der Vektoranalysis nehmen können. Nämlich, wir werden den Gradienten zu Hilfe ziehen. Sie werden gleich sehen. Also, wir gehen davon aus, dass wir die Hyperfläche, so wie es da ja steht, durch eine Gleichung zwischen allen n-Koordinaten charakterisieren können. Und das ist eine implizite Darstellung. Legen Sie dann alle Koordinaten bis auf eine fest, dann kriegen Sie mit Hilfe dieser Gleichung die letzte Koordinate dazu. Also ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht näher auseinandersetzen. Also,
Diese Hyperfläche ist jetzt gegeben durch die Form f von xi ist gleich 0. I ist gleich 1 bis n. Naja, es mag sein, oder auch nicht, dass in diesem Ausdruck da drinnen eine konstante Größe drinnen steht. Dann kann ich das auch schreiben als Lambda von xi ist gleich einer bestimmten konstanten Lambda 0. Und wenn man das Lambda 0 gleich 0 setzt, kommt man wieder auf diese Beziehung. Also ich kann generell so davon ausgehen, oder sagen wir so, das minus Lambda 0 ist gleich 0, dass man also dieses f von xi in der Weise schreibt und dann das Lambda 0 auf die andere Seite bringt, dann hat man Lambda von xi ist gleich Lambda 0. Das ist ebenso eine Gleichungsdarstellung der jetzt betrachteten Hyperfläche. Und Sie erinnern sich vielleicht, wir haben ja von Niveauflächen gesprochen. Wenn wir einen Skalar als abhängige von den Ortskoordinaten aufschreiben, dann wird dadurch, dass man diesen Skalar konstant setzt, eine Niveaufläche dieses Skalars festgelegt. Zum Beispiel die Fläche, wo die Temperaturen überall die gleiche sind. Generell, wo diese Lambda von xi überall die gleichen sind. Also wir können jetzt diese Hyperfläche darstellen, ist hier dargestellt als Niveaufläche des Skalars Lambda. Lambda in Abhängigkeit von xi ist ein Ausdruck und wenn man den gleich Lambda 0 setzt, kriegt man damit eine bestimmte Hyperfläche. Also die Hyperfläche ist faktisch dargestellt als eine Niveaufläche des Skalars Lambda. Naja, und damit kann man den normalen Vektor darstellen als Gradient von diesem Skalar Lambda. Denn erinnern Sie sich, wir haben doch gesagt, der Gradient eines Skalars Lambda ist ein Vektor, der zeigt in die Richtung der maximalen Änderung des Skalars Lambda. Sie erinnern sich, glaube ich, an das. Oder aber auch, er steht senkrecht auf eine Niveaufläche. Denn in einer Niveaufläche ändert sich das Skalar gar nicht. Senkrecht dazu ändert er sich am stärksten. Also der Gradient von Lambda ist nicht nur gerichtet in die Richtung der maximalen Änderung des Skalars, sondern er steht auch senkrecht auf die Niveaufläche des Skalars. Und genau das wollen wir haben, einen normalen Vektor auf diese Hyperfläche, wobei jetzt gerade wir diese Hyperfläche dargestellt haben als Niveaufläche dieses Skalars Lambda. Daher wird also der normalen Vektor darzustellen sein als Gradient von Lambda. Wir können also schreiben n-Pfeil, und jetzt schreibe ich da den Index unten. N-Pfeil ist Gradient Lambda, die unten ite Komponente. Oder einfach d Lambda nach d
xi. Und jetzt schauen Sie einmal, was die Stellung der Indizes betrifft. Wir haben ja vorläufig alles mit kartesischen Koordinaten gemacht. Da kommt es ja noch gar nicht auf Co- oder Kontravariante Vektorkomponenten an. Aber schauen Sie, hier steht das i überall oben. Deswegen ist es gut, dass man bei den Koordinaten auch den Index oben schreibt. Während hier jetzt steht der Index überall unten. Obwohl da der Index bei der Koordinate oben ist, aber es steht ja im Nenner. Das ist ein bisschen komisch, aber das ist sehr hilfreich, wenn die Ausdrücke dann komplizierter werden. Man wählt die Stellung der Indizes so, dass die Sache jeweils immer übersichtlich bleibt. Und das macht man dann hier eben auch so bei der Stellung des Index bei den Koordinaten. Hier genauso wie da herüben. Also Sie haben jetzt da den Ausdruck für den Tangentenvektor, da den Ausdruck für den normalen Vektor. Aber stets stehen da x drinnen, kartesische Koordinaten, noch nichts anderes als das. Und wir werden das natürlich dann verallgemeinern. Also, Sie sehen, wir haben dort einen einfachen Ausdruck für den Komponenten des Tangentenvektors. Den wollen wir noch etwas vereinfachen, denn dieses d lambda nach dxi, das ist auch das gleiche wie das df von xi nach dxi, weil das lambda 0 ist eine Konstante und wenn ich das nach lambda nach xi differenziere, ist das sowieso 0. Das heißt, ich kann auch schreiben, als Folgerung, dass n-Pfeil, die ite Komponente, ist df von xi nach dxi. Wobei das f von xi gleich 0 die Gleichungsdarstellung der Hyperfläche ist, der normalen Vektor wir hiermit ausgerechnet haben. Und das ist eben genau das, was wir kennen, dass der Gradient, und das ist er ja hier, senkrecht auf die Niveaufläche steht und die Niveaufläche des Skalars Lambda ist eben diese Hyperfläche. Ja? Ja, das ist ein schlechtes I da. Machen wir da XK. Aber das I muss das gleiche bleiben. Das ist wieder so eine typische Geschichte, wo das nur so ein Laufindex ist, der einfach alle bezeichnet, die da drinnen stehen. Während den können Sie von 1 bis n variieren und kriegen die verschiedenen Komponenten des normalen Vektors. Naja. Das habe ich Ihnen ja schon angedroht. Das ist bis jetzt vielleicht nicht sonderlich aufregend. Und Sie werden sich jetzt fragen, was tut man damit? Um das jetzt etwas mehr an die anschauliche Situation heranzuführen, wollen wir jetzt im nächsten Punkt 17 uns kurz mit Koordinatensystemen beschäftigen. Und da werden wir nun schon einen Schritt weg von den kartesischen Koordinaten gehen. Wir nehmen sie zumindest jetzt einmal an. Angenommen, wir haben kartesische Koordinaten xi. Die hatten wir ja jetzt auch schon ganze Zeit in Verwendung. Und
Mit diesen werden jedem Raumpunkt ein Koordinatenentupel zugeordnet. Aber jetzt können wir auch andere Definition anderer Koordinaten neben den xi. Naja, und die nennen wir qi. Also das sind alle xi, das sind alle qi. x1, x2 bis xn, q1, q2 bis qn. Wir werden sofort daran anschließend Beispiele uns anschauen. Wichtig ist aber jetzt, das darf und wird nicht die Punktmenge als solcher ändern. Es wird nur dem jeweils gleichen Punkt zusätzlich zu diesem Koordinaten-N-Tupel xi auch ein anderes N-Tupel qi zugeordnet. Und in einer eindeutigen Weise. Der Zusammenhang wird gegeben durch eine sogenannte Koordinatentransformation. Transformation. Wohlgemerkt, das ist jetzt einmal etwas anderes zunächst, als was wir hatten, wie wir gesagt haben, wir transformieren die Basisvektoren. Erinnern Sie sich, wir haben begonnen mit einem Tripel oder N-Tupel von Basisvektoren, G1, G2 bis Gn. Und dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir transformieren auf ein anderes Tripel oder N-Tupel von Basisvektoren, G1 quer, G2 quer bis Gn quer. Andere Vektoren, von solchen auf irgendwie solche, oder egal halt. Und wenn man ein und denselben Vektor betrachtet, dann hat er in einem von den beiden Basisvektorsätzen andere Komponenten als in dem anderen. Weil die Basisvektoren natürlich, wenn sie unterschiedlich sind, dasselbe Vektor in Bezug auf die anderen Basisvektoren, andere Komponenten. Haben wir alles genau besprochen. Jetzt sprechen wir aber nicht von einer Transformation von Basisvektoren, von denen ist ja bis jetzt noch gar nicht die Rede. Die müssen wir uns jetzt erst einführen. Und das wird ein ganz wichtiger Schritt sein, um jetzt wieder die Tensorrechnung hereinzubringen in diese ganze Sache. Indem wir jetzt einmal eine Koordinatentransformation durchführen. Und diese Koordinatentransformation, die bedeutet jetzt, dass wir also jeden, die neuen Koordinaten qi in eindeutiger Weise ausdrücken durch die alten. Aber das muss auch in der Gegenrichtung gehen. Die xi müssen wieder abhängig sein von den q1, q2 bis qn. Sowas nennt man eine Koordinatentransformation. Und das muss keinesfalls und wird auch im Allgemeinen nicht lineare Beziehungen sein. Wir wollen ja auch was Krummliniges kriegen. Krummlinig ist nicht linear. Also das hängt da natürlich, dieser mathematische Begriff mit dem geometrisch anschaulichen Begriff, direkt zusammen. Ja, und da können wir als Beispiele natürlich gleich einmal die ebenen Polarkoordinaten wählen. Ein angenehmes Beispiel, weil erstens einmal die Ebene ist was besonders Praktisches, weil ich habe da eine. Man braucht sich nichts weiter vorstellen, die ist schon da. Und zweitens, man braucht da sehr wenig Mathematik dazu. Wir wollen da das x1 gleich x, das x2 gleich y nennen und andererseits das q1 gleich r und das q2 gleich phi. Das nennen wir jetzt einfach so.
zweidimensionale Darstellung. Die kartesischen Koordinaten jetzt, wo wir schon wissen, es sind nur zwei, nennen wir x und y. Und die anderen, die ebenen Polarkoordinaten, r und phi. Und in dem Fall kann man dann sofort sich überlegen, wir haben ja das da oben schon irgendwo aufgezeichnet gehabt, da oben, wie das also ausschaut. Wenn ich es noch einmal aufzeichne, da haben wir da einen Punkt, da haben wir die Koordinate x, die Koordinate y, von diesem Punkt haben wir da seine x-Koordinate, da seine y-Koordinate, da seine r und da seine phi-Koordinate und man sieht also sofort, dass eben das x gleich ist r mal Cosinus phi, das y gleich r mal Sinus phi und das ist das, was hier steht. Xi ist gleich xi von den q. x1 ist von q1, q2 abhängig, x2 ist von q1, q2 abhängig, mit der Bezeichnung da hier. Und jetzt natürlich, indem man also trickreich ist und sich das anschaut, kann man umgekehrt auch das r ermitteln. Wir kriegen das r, indem wir x² plus y² bilden. Dann haben wir r² Cosinus Quadrat Phi plus r² Sinus Quadrat Phi ist gleich r² mal Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat ist r², nimmt die Wurzel draus, ist r. Und das r soll immer größer als 0 sein. Auf die andere Seite wollen wir nicht schauen, da tun wir den Winkel rüber. Und damit kriegen wir heraus die positive Wurzel aus x² plus y². Sehr einfach. Und andererseits, das ist Ihnen ja alles nichts Neues, aber ich schreibe es Ihnen halt auf als Illustration zu diesen Koordinatentransformationen. Ja, und da kriegen wir also andererseits jetzt noch für das Phi Folgendes. Wir dividieren y durch x. Wieder ein Trick. Dann haben wir r Sinus Phi durch r Cosinus Phi. Geht r weg, bleibt Sinus Phi durch Cosinus Phi ist Tangens Phi. Also ist Tangens Phi gleich y durch x und Phi ist der Arcus-Tangens von y durch x. Und wir haben die Gegentransformation. Das ist qi gleich qi von xi oder x1 bis xn und dann haben wir xi gleich xi abhängig von den q. Ja? Also Sie sehen, diese durchaus nicht-lineare Transformation beschreibt eben die Koordinatentransformation zwischen den kartesischen Koordinaten und den ebenen Polarkoordinaten. Aber beides spielt sich in der Ebene ab. Also die Ebene ist, was sie ist. Naja, und dann möchte ich also noch daran anschließend die nächst weniger einfachen Koordinaten, die Zylinderkoordinaten, beschreiben. Da baut man auf diesem Diagramm da hier auf und führt da eine dritte Achse heraus, senkrecht auf dieses x und y noch eine z-Achse. Und diese Z-Achse ist dann auch gleich die dritte Koordinate für die Zylinderkoordinaten. Mit R, Phi und einem Parameter A hat man jeden Punkt im Raum gewonnen. Also man hat dann x ist gleich R Cosinus Phi, y ist gleich R Sinus Phi, z ist gleich einem Parameter a. Xi ist xyz, qi ist r phi a. Und das geht auch wieder in der Gegenrichtung, braucht man alles nur abschreiben. R, schreiben wir es da drunter, r ist gleich, da haben wir die Wurzel aus x² plus y², die positive Wurzel aus x² plus y²,
das Phi ist dieser Arcus Tangens. Von y durch x. Naja, und das a braucht ein Umdrehen. Wenn z gleich a ist, dann ist a gleich z. Fertig sind die Zylinderkoordinaten. Mitsamt der Koordinatentransformation in beiden Richtungen. Das sind sozusagen die dreidimensionalen Geschwister von den ebenen Polarkoordinaten. Aber es ist klar, dass man da jetzt so etwas Zylindersymmetrisches rund um diese dritte Achse da kriegt, die da herausschaut. Deswegen heißt das auch Zylinderkoordinaten. Ne, und bei den Kugelkoordinaten, die möchte ich jetzt nur ganz kurz erwähnen. Die möchte ich jetzt hauptsächlich anschaulich klar machen. Wenn wir uns da eine Kugel vorstellen, so wie die Erdkugel, da mit einem Äquator, da mit einem Breitenkreis und da mit einem Meridiankreis, können Sie einen gewissen Punkt P betrachten. Und da geht aber vom Mittelpunkt heraus der Abstand R. Das ist die Achse hier. Dann haben Sie hier einmal den zweiten Winkel Theta bezüglich zwischen der Achse und der Verbindung zu dem Punkt. Und als dritten Winkel gibt es dann, wenn Sie da von irgendeinem Ausgangsmeridian ausgehen, meinetwegen, der ist dann von da so herüber, der Nullmeridian, dann haben Sie da einen entsprechenden Winkel Phi, um den Sie von dem Nullmeridian da herübergehen müssen. Also der Punkt auf dieser Kugel hier ist gegeben durch den Abstand vom Kugelmittelpunkt, durch diesen Winkel zwischen der Erdachse und dieser Verbindungslinie, das hat was zu tun mit der geografischen Breite, und diesen Azimutwinkel zwischen dem Greenwich-Meridian und dem Meridian von Wien zum Beispiel. Das, ich weiß nicht, was wir haben, was haben wir? Weiß ich nicht. Die 48 Grad sind, glaube ich, die Breite. Naja, mir wurscht. Also, bei den Kugelkoordinaten haben wir da dieses Phi. Dieses R ist natürlich der Radius, so wie es auch hier bei den Polarkoordinaten ist. Das Theta, na, das schreibe ich jetzt nicht, ist eigentlich blöd, ich habe das Wort jetzt nicht. Aber wurscht, jetzt bleibe ich schon bei Blau. Das Theta hat was zu tun mit der geografischen Breite, aber nicht wirklich. Denn Sie wissen doch, man redet davon, dass die geografische Breite 0 am Äquator ist. Und dann gibt es die nördliche geografische Breite und die südliche geografische Breite. Und damit man sich das nicht antun muss, dass man da immer nördlich und südlich dazu, fängt man hier bei 0 an und dann hat der Äquator ein Theta von 90 Grad oder Pi halbe und der andere Pol hat dann Pi als dieses Theta. Und die geografische Breite, da muss man halt dann das so umrechnen, dass der Äquator dann halt 0 geografische Breite hat. Das ist total einfach. Macht das Schwierigkeiten? Das Theta ist einfach der Winkel zwischen der Z-Achse, wenn Sie so wollen, und dieser Richtung zwischen dem Kugelmittelpunkt und dem Punkt. Und wenn Theta gleich 90 Grad ist, dann ist die geografische Breite 0. Wenn Theta kleiner als 90 Grad ist, dann ist 90 minus Theta die nördliche geografische Breite. Und wenn das Theta größer als 90 Grad ist, dann ist Theta minus 90 Grad die südliche geografische Breite. Also ich glaube, das ist total einfach. Aber Sie sehen schon, physikalisch ist das mit dem Theta viel praktischer. Vor allem, wenn sich zum Beispiel
Beispiel vorstellen, dass da von unten ein Partikel einfällt, an diesem Target gestreut wird und dann in dieser Richtung herausfliegt. Dann ist nämlich das der Streuwinkel. Der Winkel zwischen der Bewegungsrichtung des einfallenden Teilchens vor und nach der Streuung. Das ist der Streuwinkel, das ist viel wichtiger als diese blöde geografische Breite. Das hat ja nur so historische Gründe. Die ganzen Kapitäne könnten genauso gut leben, wenn sie mit dem Theta arbeiten würden. Das hat sich halt eingebürgert, ist ja wurscht. Na und das Phi, na das ist das wie bei der geografischen Geschichte. Das Phi ist das Azimut. Der Azimutwinkel, der Winkel zwischen der Ebene des Nullmeridians und der Ebene des Meridians, wo der betreffende Punkt ist. Ich glaube, auch das ist verständlich. Naja, und dann, das haben Sie sicher in anderen Zusammenhängen ja alles schon gehört, kommt dann bei den Kugelkoordinaten heraus, wenn man da jetzt setzt, x1 ist x, x2 ist y, x3 ist z und dann Q1 ist R, Q2 ist Theta, Q3 ist Phi. Diese schnellen Beschreibungen kriegt man einerseits heraus. X ist gleich R Sinus Theta Cosinus Phi. Dann y ist r Sinus Theta Sinus Phi und z ist r Cosinus Theta. Da muss man sich diese Anordnung überlegen. Das haben sie gemacht und das kennen sie. Und andererseits, wenn man das umrechnet, jetzt verliere ich ein bisschen das schöne Tafelbild. Macht aber nichts. Das ist ein bisschen eine Rechnerei, aber nichts Kompliziertes. Dann kommt wieder umgekehrt heraus. R ist die positive Wurzel aus x² plus y² plus z². Das ist eine unmittelbare Verallgemeinerung von dem, was wir da gehabt haben bei den Ebenen Polarkoordinaten. Nur kommt natürlich das z dazu. Dann das Theta. Das kann man auf verschiedene Weisen schreiben. Entweder man schreibt Arcus Tangens von. Das weiß ich Ihnen jetzt nicht nach, aber wenn man diese Geometrie sich genauer anschaut, kommt das so heraus. Arcus Tangens von Wurzel aus x² plus y². Durch z oder auch Arcus Cosinus von, sowas muss man sich nicht auswendig merken, z durch diese Wurzel aus x² plus y² plus z². Wo das jeweils am besten passt. Und das Phi sind äquivalente Ausdrücke. Ist wieder der Arcus Tangens von, so wie bei den Ebenen Polarkoordinaten, y durch x. Also Sie sehen, auch hier gibt es eine eindeutige Koordinatentransformation zwischen den xi und den qi und umgekehrt, die xi und die qi. Die QI und die XI. Aber es ist nicht ganz einfach. Also man muss schon genau anschauen, was man da herauskriegt. Und jetzt kommen wir also am Ende dieser Vorlesungsstunde das erste Mal zu etwas, was uns dann schon in die Nähe der Tensorrechnung wieder führt. Und das soll also dann gleich der Startpunkt für die nächste Vorlesung, kommende Woche sein. Wir definieren uns die Koordinatenlinien. Was sind Koordinatenlinien? Na, bei den kartesischen Koordinaten weiß man es.
Die x-Achse, die y-Achse und die z-Achse, das sind die entsprechenden Koordinatenlinien. Da setzt man die entsprechende Koordinate gleich dem Parameter und die anderen alle null. Und das werden wir jetzt auch allgemeiner machen bei beliebigen Koordinaten QI. Und dann gibt es das andere, das sind die Koordinatenhyperflächen. Auch das kennen Sie von den kartesischen Koordinaten. Die xy-Ebene ist eine, die xz-Ebene ist eine und die yz-Ebene ist eine. Na, bei der xy-Ebene zum Beispiel weiß man, da ist z gleich 0. Also das ist die Hyperfläche z gleich 0. Oder z gleich irgendeinem z0, das ist dann parallel. Und die x1, x3-Ebene, also xz-Ebene, da ist y gleich 0. Und die yz-Ebene, da ist das x wieder gleich 0. Und darauf aufbauend, auf diesen einfachen, Ihnen bekannten Zusammenhängen, die ich Ihnen gar nicht näher erklären brauche, machen wir einfach die Verallgemeinerung und definieren uns solche Koordinatenlinien und Koordinatenhyperflächen auch für beliebige Koordinaten QI, die wir hier allgemein im Zusammenhang mit den XI haben und wo wir da drei so Beispiele, die eben an Polarkoordinaten und die anderen gehabt haben. Definieren wir uns diese Koordinatenlinien und Koordinatenhyperflächen und schauen uns an, wie das jetzt bei den einzelnen Koordinatensystemen, die wir da haben, ausschaut. Die Richtung, in die wir jetzt gehen wollen, ist, dass wenn wir jetzt einmal die Koordinatenlinien und Koordinatenhyperflächen haben, dann können wir uns, und das ist also jetzt das nächste große Ziel, das machen wir nächste Woche, die Basisvektoren in jedem Punkt entweder als die Tangentenvektoren an die Koordinatenlinien durch diesen Punkt oder als die normalen Vektoren auf die Koordinatenhyperflächen durch diesen Punkt definieren. Auf die Art und Weise gewinnt man dann für ein vorgegebenes Koordinatensystem an jedem Punkt ein eindeutiges Basisvektorentupel von Kovarianten und kontravarianten Basisvektoren. Und damit sind wir tensorrechnungsmäßig wieder im Geschäft. Denn dann können wir jeden Vektor oder auch Tensor höherer Stufe auf diese Basisvektoren beziehen. Nur das Ganze hat einen kleinen Schönheitsfehler. Diese Basisvektoren werden dann nicht mehr überall im Raum parallel zueinander sein. Denn wenn das Tangentenvektoren etwa an die Koordinatenlinien sind, dann wird es einmal welche geben, die sind tangentiell an den Breitenkreis, welche, die sind tangentiell an den Meridian und dritte, die gehen radial nach außen heraus. Und da haben sie so ein Dreibein. Die sind sogar schön alle senkrecht aufeinander, aber nicht alle die Länge 1. Gehen sie aber woanders hin, dann dreht sich dieses Dreibein woanders hin. In jedem Punkt werden sie ein unterschiedliches Basisvektorsystem haben. Und das ist natürlich ein bisschen hakelig. Denn wenn Sie jetzt einen gleichen Vektor haben, der da so ausschaut wie da, dann hat der gleiche Vektor in einem anderen Punkt andere Komponenten. Na, merkwürdig. Das in den Griff zu bekommen, können wir aber, weil wir im Wintersemester schon diese Allgemeinheit gehabt haben, dass wir transformieren von einem in ein anderes Basisvektorsystem. Das kommt uns hier dann zugute. Also das war jetzt nur ein Ausblick. Nächstes Mal kommen die Koordinatenlinien und Koordinatenflächen und dann die Basisvektoren. Und dann können wir die Geschichte richtig angehen. Also mit der Woche und der nächsten haben wir den Einstieg in die Tensorrechnung für allgemeine Koordinatensysteme. Dankeschön.